Hallo und herzlich willkommen zurück zu Terranigma. Ich bin extra nochmal hierhin zurück, weil mir ist was eingefallen. Ich bin auch saudämlich. Ich bin ja einmal, ihr wisst noch, in einem Part bin ich ja bei den Nomaden gewesen. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich habe was vergessen. Und zwar, wir brauchen zwei Orchideen, weil sie hat uns ja sogar schon den Tipp gegeben. Mit der Orchidee, sie macht einen stummen... Also Mädchen glücklich und ein Pinguin, ne? Den Pinguin haben wir ja schon gefunden, aber was ist mit dem Mädchen? Ich Dummbatz. Müssen wir schnell zurück. Ich weiß jetzt wieder, wie das funktioniert. Das ist eine Zeitquest. Eine ziemlich schöne, wie ich finde. Und zwar gehen wir jetzt hier hin. Weil hier wurden wir ja rausgeschmissen. Hier ist das Mädchen, das ja nicht mit einem geredet hat. Und jetzt, wenn wir hier hingehen... Blume? Orchidee. Gibst du sie mir? Ja. Du möchtest diese Blume haben? Klar, hier ist sie. Ah, gib dem Mädchen die Orchidee. Vielen Dank. Ich bin Lissi. So. Und wer jetzt da überlegt, Lissi. Um Höchst, wenn sie spricht, das ist ein Wunder. So. Wer jetzt sich da dran erinnert, in Yamai waren doch Eltern, die angeblich ein Kind namens Lissi hatten. Das werden wir doch gleich auf den Grund gehen. Jetzt müssen wir halt nur wieder durch die Wüste. Ist ein bisschen viel Gerenne, aber es lohnt sich. So. So, hier lang. Müssen wir noch gucken, dass ich nicht wieder zu weit renne. Ja, hier haben wir es doch genau richtig noch getroffen wieder. Und zwar müssen wir jetzt wieder zurück nach Yamai. Daran hätte ich auch denken können, ganz ehrlich. Habe ich aber total vergessen. Machen wir es doch dann, würde ich sagen. Jetzt müssen wir nach Yamai. Ja, nicht so. Sondern so. Ich wünschte mir ja, dass sich mal langsam Ahola weiterentwickelt. Weil die haben ja schon die 100% und ich weiß nicht... Wieso ist es sich nicht weiterentwickelt? Ob ich irgendwas falsch mache? Ich weiß es nicht. Ich werde es noch herausfinden. Auf jeden Fall gucken wir, dass wir jetzt die Entwicklung hier vorantreiben. Also wir haben es jetzt in sehr vielen Städten schon gemacht. Ich habe mir jetzt auch so eine kleine Strichliste erstellt für... Die Fotos zum Abgeben, weil ich wusste nicht mehr, wo wir was abgegeben haben. Ich habe nämlich schon doppelt und dreifach abgegeben, habe ich bemerkt. Und jetzt habe ich extra eine Strichliste mir angefertigt. Wo war die Goldküste jetzt? Hier unten. So. Damit das weitergeht, ist halt das Problem gewesen. Ich werde das jetzt erstmal so machen. Ich gebe jetzt hier Fotos auch ab. Und werde dann mit einer Strichliste halt abhaken, dass wir hier das gemacht haben. Also ist das Beste, was man machen kann. Das Touristenbüro hat viele Reiseinformationen an andere Städte. Die Menschen erfahren durch uns viel über fremde Länder. Aber leider haben wir nicht alle Informationen. Nur Fotos aus fremden Ländern. Ja. Da wollte ich doch nicht nochmal. Krümmel! Ja, komm, so. Hier rein. Möchtest du was auswählen? Ja, ausgerüstet. So. Warum reden wir? Hey, wie ist die fotografierst du? Ja, Leure. Ahola. Ibarita. So, das hätten wir auch. Fail meinerseits. So. Jetzt müssen wir mal mit dem Schiff übersetzen wieder. Werde ich mir jetzt halt einmal so eine kleine Strichliste machen, dass ich nicht doppelt und dreifach immer die Fotos abgebe. Weil das ist schon sehr ärgerlich. So, da müssen wir jetzt wieder hin nach Yamai. Jamai oder Yamai. Weiß ich jetzt nicht. Gehen auf jeden Fall dahin. Und wir hatten ja die Eltern hier, die gesagt haben, sie vermissen ihr Kind Lissi. So, und deswegen gehen wir hier hin. Und reden mit ihm. Das ist voll grausam. Sie scheint einfach in der Kälte auszusetzen. Wenn ich nur wüsste, ob ich mal eine Tochter noch am Leben ist. Oh! Lissi?
Oh, Lizzie. Jetzt geht es uns gut. Doch früher war es manchmal hart. Wir mussten unser Baby aussetzen, um selbst zu überleben. Heute bereue ich es. Also ich bete, dass Lizzie noch am Leben ist. Ich würde viel dafür geben, sie wenigstens einmal zu sehen. Wir haben nur an uns gedacht. Bug oder... Ich habe doch mit Lizzie gesprochen. Was geht jetzt falsch? Irgendwas stimmt jetzt nicht. Das gefällt mir jetzt ganz und gar nicht, das Teil. Eigentlich, wenn wir jetzt haben, Lizzie. Weil stumm kann sie ja nicht wieder sein. Wundert mich jetzt. Hä? Der hat sich auch noch nichts getan. Gehen wir doch mal schnell zurück. Wenn das jetzt nicht ist, dann gehe ich jetzt erstmal die Story weiterführen, weil das ist jetzt echt... Warum funktioniert das nicht? Verbuggt? Ahola entwickelt sich auch nicht weiter. Was sehr ärgerlich ist. So, jetzt reden wir nochmal mit dir. Danke. Für die Blume. So. Ja, es ist ein Wunder, aber es ist kein Wunder, dass sie jetzt nicht mit uns darüber reden wollen, weil eigentlich wollen sie sie dann abholen und dann ist es ja. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann... Mache ich erstmal gucken, dann machen wir Story fortführen, weil das so geht das nicht. Das ist jetzt doof. Gut, gut, gut. Obwohl nicht gut. Weil wir halt nicht wissen, was eigentlich da los ist. Warum es nicht funktioniert. Ich habe jetzt auch keine Lust, die ganze Zeit durch die Wüste zu wandern, da müsst ihr mich auch verstehen. Und wenn das jetzt verbuggt ist, dann tut es mir leid. Dann ist Operation Städte 100% sehr stark in Gefahr. Ah, jetzt habe ich nochmal mit dir gesprochen und wenn sie jetzt nicht mit uns reden darüber, dann... Ist Polen offen? Ganz ehrlich. Oder sagt mir, vielleicht habe ich noch was übersehen. Würde mich auch interessieren. Vielleicht kann ja sein, dass ich was übersehen habe. Was ich eigentlich nicht denke, aber kann ja sein. So, wir haben mit Lizzie jetzt nochmal gesprochen. Gehen nochmal hier hin. So. Familie Lizzie hier. Was? Ah, jetzt funktioniert. Kennst du ein Kind namens Lizzie? Was, ein Nomadenstaat? Das Mädchen könnte Lizzie sein. Lass uns sofort aufbrechen und es feststellen. Nicht nur meine Tochter. Lizzie ist am Leben. Ein Wunder. Dem Himmel sei Dank. So. Na endlich. Geht doch. Dumba haben wir ja auch befreit. Der hat einen Kristall, aber den werde ich jetzt nicht holen gehen. Habe ich ganz vergessen zu machen. Mal gucken, wenn wir da noch in der Nähe sind, dann mache ich das, aber sonst nicht. So. Jetzt gucken. Weil dann gehört hier. Dann entwickelt sich nämlich auch mal die Stadt endlich weiter, wenn wir das hier gelöst haben. Aber wir sind hier schon wieder 10 Minuten am Rumgurken, nur weil ich da nicht hinkriege, weil ich zu doof bin. So. Komm, lass die Stadt sich weiterentwickelt haben. Wenn das nicht tut, dann. Werde ich erstmal ganz gepflegt durchdrehen. Moment, nein, dann mache ich jetzt natürlich nicht. Wir führen jetzt erstmal die Story weiter, weil ich will jetzt nicht, wir müssten wieder durch die Wüste, damit das Event weiter triggert. Aber ich sag mal, wir führen jetzt erstmal die Story weiter, weil dann kommen wir automatisch wieder dahin. Und dann müssen wir auch nicht so viel rennen. Und wir haben viel erreicht.
So. Die Musik ist schön, auf jeden Fall. Ich finde, sie passt stimmig und ich finde das einfach genial, weil das Spiel ist ja 1995, 96 kommt es raus. Und auf jeden Fall, so ein Detailreichtum gab es bis dato noch nicht, wie es hier gab. Da können sich viele Spiele dran noch messen. Meiner Ansicht nach auf jeden Fall. So, wir haben hier die Mondsteine, die nehmen wir jetzt ausgerüstet. Und müssen sie jetzt in jeden Totenschädel platzieren. Arg hält den Mondstein hoch. So. Müssen wir jetzt überall die Mondsteine platzieren. Einer fehlt noch. Aber was passiert dann? Das ist die große Frage. Der große Friedhof. Und ich finde den anderen Totenschädel nicht. So. Ah, hier ist er doch. Arg hält den letzten Mondstein hoch. Was passiert? Ein Grab wird gezeigt. Und wer ist das? Aus dem Nichts ertönt eine Stimme. Sie klingt genau wie die von Arg. Du hast zahlreiche Abenteuer voller Gefahren überlebt. Viele Wunden hast du davon getragen. Doch der Tod besiegte dich nie. Weißt du warum? Weil du der legendäre Held bist. Da ist das andere Ebel. Ich vertrete die Seite des Lichts. Du vertrittst das Schattenreich. Ja, ich bin wie du. Nur, dass du vom Bösen geschaffen wurdest. Und ich vom Guten. Unser Zusammentreffen war vorbestimmt. Die Wiederkehr Berubers hat die Balance der Erde gestört. Die Zeiger der Uhr der Weltgeschichte zeigen eine Zeit an, die es nicht gibt. Eine Zeit, die es nicht geben darf. Ich werde dich nun vernichten. Doch du wirst wiedergeboren werden. Der gute Arg zerstört den bösen Arg. Die Musik hatten wir auch noch nicht und ich sag's jetzt so viel, das ist die Game Over Musik. Ich hoffe, die werden wir auch in diesem Let's Play noch nicht zu Gesicht bekommen. Haben wir auch noch nicht, zum Glück. Und somit wurde der böse Arg zerschmettert. Kapitel 4. Wege des Schicksals. Gehst auch weg? Und da sehen wir ein Arg. Kacke. Gelange. Und wer ist das Kind? Melina sorgt sich um dieses Kind. Aber wer ist es? Oh, du bist aufgewacht. Was hast du denn, seit ich dich im Wald gefunden habe, hast du noch nie so laut geschrien? Macht dir irgendetwas Angst? Weißt du, du erinnerst mich an jemanden, den ich einst kannte. Deshalb gab ich dir auch seinen Namen. Arg. Sicher hast du Hunger, ich hole dir etwas. Melina lebt noch. Und eine andere Melina betritt die Bühne. Unsere Melina. Melina, töte ihn. Ich befehle es. Deshalb sandte man dich aus, Christa, in die Oberwelt. Tu es. Nun, da das Baby wehrlos ist. Zögere nicht. Sie
nimmt Baby Ark mit sich. Und die Melina aus der Oberwelt kommt wieder. Nanu, was ist passiert? Ein Baby kann doch nicht einfach verschwinden. Ark, Ark, wo steckst du? Melina, worauf wartest du? Töte das Baby, endlich! Töte das Baby endlich so! Vergib mir! Bist du in Ordnung? Und die beiden Melinas treffen aufeinander. Oberwelt und Unterwelt. Gut und Böse. Wer bist du? Du siehst aus wie ich. Wer bist du? Und was machst du mit dem Baby? Vermaledeit, was tut sie hier? Melina, beseitige auch dieses Mädchen. Und was passiert jetzt? Was? Ark, wach auf. Ich bin es, Lord Kumari. Ach nee, ich bin es. Scheiße. Der hat jetzt aber eine ganz schön tiefe Stimme gekriegt. Das ist Lord Kumari. Die Lebewesen der Welt warten sehnsüchtig auf dein Erwachen. Hör mir gut zu. Entschuldigung. Ich bin Ra. Kannst du mich hören? Ark. Die Erde weint. Rette diese Erde, wie du mich vor dem Gift gerettet hast. Das war der Baum. Ich bin es, Liam. Hörst du mich? Die Erde ist auf dem falschen Weg. Die Tiere änderten sich nicht. Jedoch die Menschheit, Menschen, umso mehr. Du hast mir Mut gemacht. Gib auch dieser Welt neuen Mut. Das ist nervig, weil das so langsam ist. Dann komme ich mal ins Stocken beim Lesen. Ich bin Dumba. Ich bin Dumba. Der Himmel weint bittere Tränen. Wir wollen doch nur unsere Bahnen am Himmel ziehen. Hast du all ihre Stimmen gehört? Du kannst jetzt nicht mehr mit ihnen reden. Doch sie sind bei dir. Ark, erhöre uns. Alle Lebewesen warten darauf, dass du erwachst. Und was passiert jetzt? Ark ist wieder der Alte geworden. Oh nein, er ist erwacht. Die Vertreter von Licht und Schatten sprachen, als sei er ihr Retter. Der Weise aus Krista befehligte mich. Töte Ark, wenn er Beruga wiederbelebt hat. Ich war überzeugt davon, dass es dir gelingen würde, Ark. Wenn ich dich vernichte, kann uns nichts mehr aufhalten. Ragnarr wird für die Wiedergeburt der Hölle sorgen. Ragnarr? Genau. Die Menschen nennen ihn den Teufel. Also, Melina, töte ihn. Ark wird nicht den Mut haben, sich zu wehren. Sie verschwindet. Lass uns diesen Ort verlassen. Sie ist wieder stumm. Sie schweigt schon wieder. Warum? Ark, endlich sehe ich dich wieder. Ich habe dich nie vergessen.
Doch nie hätte ich gedacht, dass wir uns so wiedersehen, wieder treffen. Ich erhielt den Auftrag, eine Person der Oberwelt zu töten. Doch ich wusste nicht, dass du es bist, Ark. Du nutzloses Ding! Genug, ich werde ihn töten. Fluffy, was sagst du da? Du warst so lange mein Gefährte. Ark, du verstehst wohl immer noch nicht. Du wurdest nur benutzt, Ark. Nicht mehr als eine Marionette. Verabschiede dich für immer. Ich muss meinen Auftrag ausführen. Fluffy löst ein Erdbeben aus. Ark ist bewegungsunfähig. Dies ist dein Ende. Halt! Nein! Wir gehören nicht in diese Welt. Unser Tun ist Unrecht. Lass uns wieder in unsere Welt zurückkehren. Ark, rette die Menschen der Oberwelt. Zerstöre das Böse und bewahre die Welt vor ihrem Schicksal. Melina, was tust du? Halt! Ich werde dich immer lieben. Leb wohl, Ark. Sie hat sich mit Fluffy verbannt. Melina! Melina hat richtig gehandelt. Doch warum musste es so weit kommen? Wäre das alles nie passiert, wenn ich die Truhe nicht geöffnet hätte? Doch es war meine Bestimmung, es zu tun. Ich war nur ein Spielball der dunklen Macht. Doch ich bin ein Wesen aus Fleisch und Blut, mit Empfindungen. Nun werde ich mich gegen die Macht wenden, die mich schuf. Das Böse soll nicht auf Erden regieren. Ich verstehe das alles nicht. Wir sind nur Schachfiguren bei einem Spiel der Mächte, Ark. Keine Angst. Wir haben immerhin noch uns. Doch werde ich dir jemals die andere Melina ersetzen können? Wenn Liebe... Wen liebe ich? Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Sie wollte uns ja auch nicht töten, eigentlich. Ja. Aber sie ist auch immer abgehauen, aber sie wollte uns auch beschützen. Sehr schwierige Wahl an der Stelle. Aber und die Unterwelt Melina kennen wir schon seit uns und sie hat sich für uns geopfert. Also sagen wir die Unterwelt Melina. Lange Zeit lebte ich zusammen mit Melina in Krista. Viele Erinnerungen an diese Zeit trage ich noch in meinem Herzen. Diese Melina opferte sich, um mich zu retten. Tut mir leid, doch ich kann im Moment an niemand anderes denken. Du hast recht. Tut mir leid. Ja, ich muss dir etwas erzählen. Es gibt hier eine alte Sage. Sie berichtet von einem Helden, der das Böse aus dieser Welt vertreiben wird. Dieser Held bist du. In dieser Truhe sind die Waffen des Helden. Ich glaube, dass Columbus sie auf seiner Reise fand. Er versteckte sie, damit sie nicht in die falschen Hände geraten. Die Dorfbewohner waren die Hüter dieser mystischen Waffen. Deshalb wurde das Dorf zerstört und Columbus gequält. Die Seelen der Dorfbewohner verwandelten sich in Wölfe. Sie haben diese Waffen mit ihrem Leben verteidigt. Nutze sie, Ark. Wir nehmen die neuen Waffen. Und jetzt? Okay. Und wir haben wieder einen neuen Fluffy. Heureka! Ist der Held endlich aufgetaucht? Das lange Warten hat mich ermüdet. Mein Körper ist schwach. Du brauchst nicht zu sagen, ich weiß, dass du der wahre Held bist. Ark, dieses Ding wollte dich einmal töten. Nein, das war der andere Fluffy. Ich bin der Fluffy dieser Welt. Hey, keine Zeit für Plaudereien. Mit den Waffen des Helden müssen wir Muruga besiegen. Während wir reden, könnte irgendwo eine Stadt sterben. Ark erhält Terra Lancer, die beste Waffe im Spiel.
Und ich verschluck mich wieder. Ark erhält den Enigma-Panzer. Wir haben jetzt wirklich das Beste vom Besten. Jetzt geht die Post ab. So, wir gehen in die Truhe und rüsten unsere neu erworbenen Waffen aus. Eine Rüstung für echte Helden. Hier, plus 38, wenn das nichts heißt, ne? Ja, ausgerüstet. Rüstung plus 38, Halleluja. Und hier ist die Elfenbein. War das nicht die Enigma-Lanze? Möchtest du das anwenden? Und die plus 22. Ja, ausgerüstet. War immer Besitz großer Helden. Plus 80. Und wir haben jetzt das Beste. Geh nun, bekämpfe die Inkarnation des Bösen. Ich werde dich auf deine Rückkehr warten. Ja. Wir müssen jetzt verschwinden. Berliners Haus. Und hier ist ein Vogel. Piep, pieps. Huch, dieser Vogel scheint einen Brief im Schnabel zu haben. Ark liest den Brief. Ich bin Mayo und schreibe aus Sibirien. Ark, wusstest du, dass Neo-Tokyo zerstört wurde? Ein Virus namens Asmodeo löste die Katastrophe aus. Wir müssen Beruga das Handwerk legen. Oder die Welt geht unter. Lord Kumari hat einige Landsleute um sich versammelt. Wir ziehen zum Laborturm in Ostsibirien, um Beruga zu stoppen. Das sind die mutigen Kämpfer. Fyda, die Lady mit dem Schwert. Roy, der frühere Söldner. Und meine Enkelin, Mai Lin. Ark, wenn du dieses Heilen liest, dann eile uns zu Hilfe. Wir treffen dich am Laborturm in Ostsibirien, Mayo. Trillerö. Und wir müssen jetzt... Ihr seid keine Herausforderung mehr für mich. Oder doch? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall führt uns unser Weg hier durch wieder zurück. Oder ging es auch anders? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Mit der Verlieskarte konnten wir, glaube ich, hier wieder den Ort einfach verlassen. Weil die Erfahrung bringt uns hier auch nichts mehr. Nee, doch nicht. Verdammt. Also müssen wir doch zurücklaufen. So. Dann machen wir das hier noch. 322 machen wir jetzt an den Tieren. Also an den Dämonen und allem. Das war vorher nicht möglich, wo wir hier angefangen haben. Zack. 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 Wir geben auch nicht so viel Geld wie am Anfang. Das war früher, wo wir angefangen haben, richtig viel Kohle, was wir hier gemacht haben. So. Bei diesem Speer geht's auf in die letzte Schlacht. So. Aber es gibt noch eine Herausforderung, die viel schlimmer ist als alles andere. Aber viel werde ich dazu jetzt nicht sagen. Lasst euch überraschen. Ich sag nur, der Kampf wird episch. Der uns gleich erwartet. So. Jetzt müssen wir hier wieder lang. Dass wir den ganzen Wald durchlatschen müssen wieder. Das finde ich ein bisschen doof. Das hätten sie anders machen können. Zack. Zack. So. Kennen wir ja alles schon, deswegen groß kommentieren ist jetzt hier auch schwierig. Aber die Wölfchen machen wir wieder kalt für Geld. Zack. Wenn ich hier noch ein Level mache, dann lache ich. Weil eigentlich dürften wir hier keine Level mehr so gut machen können. Ich werde jetzt deswegen auch viel überspringen und mich nicht direkt um alles kümmern. Weil es bringt eigentlich nichts mehr. Es ist nur viel Zeit, die dabei drauf geht. Und die wollen wir ja schön uns einspannen, indem wir das Spiel hier durchspielen. Ne? Oh, und doch ein Level. Level 28 erreicht. KP steigt um 14. Stärke steigt um 2. Abwehr steigt Glück. So. Haben sogar noch ein Level gemacht. Obwohl ich daran nicht geglaubt hätte. Aber egal. Machen wir schon. Mit der Waffe sind wir unbesiegbar. Und ich nehme natürlich immer die falschen Wege. Ich glaube, hier geht's weiter. Brücke, ja.
erstmal gucken, was wir hier machen müssen. Auf jeden Fall ist das mein Bäcker wieder gewesen. Der Part ist vorbei, aber ich will hier gerne noch raus mit euch, bevor ich hier den Part beende. Ganz ehrlich, weil das bin ich euch noch schuldig nach dem ganzen Chaos. Dass ihr wenigstens noch ein bisschen Action seht. Bisschen Gemetzel. Fetz Fleisch. Dass die nur die Körperteile so durch die Luft fliegen. Okay. Aber eigentlich müssten die ja so richtig durch die Luft fliegen, die Körperteile, so wie die Monster immer explodieren. Eigentlich schon, ne? Ihr seht's ja immer. Pff. So. Und hiermit beende ich diesen Part. Und ich hoffe, er hat euch soweit gefallen. Und sage, bis zum nächsten Mal. Euer Morion. Tschüss.